Nein! Nein! Hättest du nicht da drüber hüpfen können? Wow! Wow! Der war noch an der Kante, oder? Ja, ich glaube, den hab ich bekommen. Herzlich willkommen, VR Gamer. Zack McFly wieder am Start hier mit VR Ping Pong Pro. Um die beste Spielerfahrung zu gewährleisten, folge bitte diesen einfachen Schritten. Ihr seht, ich habe das Spiel zum ersten Mal gestartet. Es wird jetzt so ein First Look. Wir schnuppern da zusammen rein und mal schauen, was diese Ping-Pong-Erfahrung hier zu bieten hat. Öffne das Einstellungsmenü durch Drücken der Dreieckstaste. Okay, auf dem mit dem Schläger. Moment mal, man braucht ja auch nur einen Schläger, ne? Alles klar, so. Nutze die Pfeile, um den Schläger anzupassen und drücke die Taste Kreis, wenn du fertig bist. Meint er das? Das kann ich gar nicht so genau lesen. Um den Schläger. Warum soll ich den Schläger anpassen? Und welche Pfeile? Okay, man kann glaube ich irgendwie noch die Neigung ändern, aber bei mir scheint der gut zu sein. Deshalb drücke ich mal Kreis. Warum ist das Menü da? Das ist echt. Achso, ich kann doch beidhändig auswählen. Ich nehme den anderen mal einfach in die Hand. Ich weiß nicht, wofür sie dann gut ist, aber wer weiß. Zeit für Training. Gegen die Wand. Halte die Taste gedrückt, um den Ball zu greifen. Die Platte ist aber ein bisschen hoch. Ah! Ach du Scheiße. Nee, das ist viel zu hoch. Ah, okay. So eine Tischtennisplatte. So, so Hüfthöhe müsste eigentlich gut sein, ne? Okay. So, ich nehme den Ball. Jetzt fallen lassen. Main-Menü. Das war, glaube ich, dumm. Okay. Jetzt sind wir scheinbar auf jeden Fall im Hauptmenü. Wir haben einen Arcade-Modus. Mehrspieler-Modus. 4 gegen 4, wenn ich das jetzt hier richtig deute. Einzelspieler, Einzelspieler. Einzelspieler, 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 also 1, 2, 3, 4, 5 Stages. Es gibt einen Turniermodus und es gibt Skins. Also das klingt schon mal nicht schlecht, muss ich jetzt mal sagen. Schwierigkeit auf 3, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin Ping-Pong-Profi. Ping-Pong und Tischtennis, das ist auch ein Unterschied, oder? Bei dem einen. Es ging, glaube ich, darum, wo er auftitschen darf, aber ich spiele jetzt einfach mal so, wie ich es kenne. Ah. Nichts passiert. Okay. Also ich muss mich an der Brille ja daran gewöhnen, ja? Jetzt ist er dran, okay. Vielleicht ist das einfacher für mich. Gut. Okay, ich. Nein, die Stärke muss man noch rauskriegen. Oh! Ah, der gilt aber, der ist aber für mich, oder? Angenommen? Oh ja, erster Ballwechsel hier. Daneben. Es ist. Ich krieg's ja nicht ganz so raus. Aber
Also an sich vom Tracking her fühlt sich das schon gut an. Ja, hast den Satz gewonnen. Freu dich! Ich bin ja auch eigentlich eher so der Läufer. Das wäre auch cool, wenn es den Modus gäbe. Ich krieg's nicht hin, entweder ich schlage zu leicht oder zu feste. Wow. Das wäre jetzt schön gewesen, oder? Muss aber auch sagen hier. Ah! Das war aber, das sah auch ganz gut aus. Ich glaube, ich muss ein Stückchen zurück. Mann! Gib mir doch wenigstens einen Punkt hier. Dankeschön, Dankeschön. Ich fange jetzt hier nicht an, hier hin und her zu springen. Och, was? Okay, warte mal. Ich bin vielleicht doch nicht der Ping-Pong-Profi. Deshalb stelle ich das einfach mal komplett auf leicht. Ein bisschen das Kabel hier noch richten. So. Ping-Pong-Profi. Geiler Schläger. Punkt für mich. Tja, ist das nicht so, wenn der nicht auf der anderen Seite auftischt und er den nicht annimmt, dann kriege ich doch den Punkt eigentlich nicht. Oh, das war knapp. Boah, ich wollte gerade sagen, der trifft glaube ich gar nichts, aber so einfach ist es dann doch nicht. Ich bin dran. Aber langsam. Netzaufschlag. Ich glaube, ich war nicht so gut. Wow, der war asozial. Ich dachte, du bist auch leicht. Dann ist der für mich, oder? Hast du jetzt einen Punkt bekommen? Ist das der Unterschied jetzt bei Ping-Pong dann? Oder haben wir es immer falsch gespielt? Welche Punkte sind jetzt eigentlich mir? Mich verwirrt hier alles. Scheiße. Ah, ich bin da links also. 6 zu 8. Ist alles drin. Komm. Okay, er hat den Punkt bekommen. Doch, meine Theorie war doch richtig. Jetzt habe ich den Punkt bekommen. Alles klar. Meine Theorie hat gepasst und ich habe verloren. Gegen den einfachsten Gegner. Haha! Komm her, Schweinebacke. Nein! Wie macht man das jetzt mit einem? Dann hat man dann wahrscheinlich den Ball hier, wirft den und muss direkt schlagen. Dann muss ich sagen, finde ich das schon ein bisschen angenehmer mit der zweiten Hand. In der Regel behaupte ich auch mal, die meisten haben zwei Move Controller. Nice. Komm her, komm her. Ah, dran gewesen. Den Punkt gerade eben bekommen? Nein! Boah, knapp! Ach, du bist. Nein! Den hätte ich glaube ich mit Rückhand spielen sollen, ne? Von Vorhand, Rückhand. Da muss ich aber mein ganzes Tischtennis-Wissen jetzt auspacken. Oh, der war aber geil! Hätte man doch mal durchgehen lassen können. Schwach! Es ist schwieriger, ein Gefühl dafür zu bekommen, finde ich, als beim richtigen, weil man halt nicht wirklich das Feedback hat von dem Ball irgendwie.
fühlt sich das auch ungewohnt an, weil man es halt anders kennt. Netzaufschlager, da bin ich ein Profi drin. Da kann keiner was sagen, ich bin Profi-Netzaufschläger. 10-10. Okay, kann ich das gewinnen? Kann ich das hier nach Hause holen? Satz gewinnt, Spieler 1. Okay, den zweiten Satz hol ich auch noch. Ah, Scheiße. Erstmal wieder reinkommen. Nein! Was ist denn jetzt hier los? Nein! Du legst mich ab mit deinem Schweinegesicht! Haha! Okay, okay, komm. Nein! Mann, oh, ich habe schon die Wand hinter mir hier. Hier ist schon voll auf Ganzes. Nein! Jetzt verliere ich total! Warum bist du auf einmal so gut? Oder ist so schlecht? Verschiedene Schlägeraufsätze freischalten und verschiedene Bälle. Warum hat der eigentlich so ein Auge? Ist das normal? Ist die immer ganz weiß gewesen? Was ist denn der Arcade-Modus? Wall, Table, Tennis, Goal. Oh, und da kommen noch ein paar Sachen. Komm. Bowling, das klingt alles. Ich guck mir alles mal kurz an, oder? Ganz kurz. Nein, ich bin nicht wichtig. Das ist gut. Halte den Ballwechsel am Leben. Je länger die Ballwechsel dauern, desto mehr Punkte erhältst du. Perfektes Spiel für mich. Scheiße. Ach, eine Wand. Das ist aber gut zum Turnieren. Der zählt ja nicht. Okay. Der muss schon vernünftig sein. Netz! Die Wand war zu schwach. Nicht ich. Fans, ich darf dich nicht enttäuschen. Ey, der zweite war gerade noch ein Lauf hier, okay. Wall, kann man sich wahrscheinlich denken, gegen die Wand spielen. Das war der Arcade-Modus Nummer 1. Machen wir das Goal-Training. Das wirkt ein bisschen wie so ein Trainingsmodus dadurch, ne? Ich eigentlich auch drauf. Ja, ein bisschen rüber gehen hier, ne? Ja. Ich muss ja nicht mitten im Bild stehen. Goal. Aufschlagtraining. Erziele in 60 Sekunden so viele Tore wie möglich. Tor. Tor. Ey! Ey!
Punkte. Ich habe alles wieder abgezogen. Ja, ja. Ja. Vielleicht sollte ich schon mal erwähnen, ich spiele das jetzt auch zum ersten Mal, ne? So als kleine Ausrede, dass ich so kacke bin. So, hit the point. Sei präzise. Der Roboter schlägt auf und du schlägst auf das Ziel. Wow. Da sage ich noch gleich mal 0 Punkte voraus. Wow. Nein. Der war doch, oder? Und dann gucke ich mal, ob es online schon irgendwie was gibt. Warum ist denn das Brett jetzt? Ah, ist halt schon ein Spiel, wo man. Also, man braucht auf jeden Fall Platz. Ne? Man muss schon so hier eigentlich, wenn man das vernünftig spielen will, so links und rechts gehen können. Büchsen treffen, okay. Oh Gott. Das kann nicht sein. Ey! Na ja, gut. Aber es funktioniert. Muss ich jetzt die einzelne da machen? Was war das denn? So ein Powerschlag? Ey. Jawohl! Nicht weiter, aber 1400 Punkte. 2 komplette Türme abgeräumt. Auch wenn ich ein bisschen behindert aussah. Das ist schon zum Aufschlagen ein bisschen sicherer. Aber eigentlich auch blöd. Nachher gewöhne ich mir das an. Broken Table Tennis. Bin ich mal gespannt. Normales Spiel und normaler Tisch. Bei jedem Ballwechsel zerbricht ein Stück des Tisches. Alles klar, okay. Ach du Scheiße. Mann, dieses Netz! Das hasst mich. Jeden Ball, ne? Ja, ich habe eine Trophäe bekommen. Hast du eine Trophäe bekommen? Ich bezweifle es. Boah. Ich bin da zu stark. Hey. Ahaha, jetzt noch. Du Loser. Seitenwechsel. Was soll das heißen?
Okay. Let's go. Komischer Aufschlag. Aha. Jawohl. Guck mal, auch ab und zu mal die Rückhand auspacken. Was war das denn für ein Schlag? Habt ihr den gesehen? Das war ja Skill Level 1000. Und das 0. Ich hab nicht so viel Platz. Ich hab Angst, gegen die Wand zu laufen, eher gesagt. So ein Netzaufschlag, das muss der aushalten können. Da muss er drauf reagieren. Ach Mann! Verloren. Kann man nichts machen, aber ja, das waren auf jeden Fall jetzt die fünf verschiedenen Arcade-Modi. Ich wollte mal jetzt ganz kurz mal hier schauen, Turnier. Was passiert jetzt? Ist das jetzt direkt online? Ich wollte nur schauen, was für Möglichkeiten es gibt. Nicht genau. Okay, es sind auf jeden Fall 1, 2, 3, 4 Tische da. Ich gehe nochmal ins Hauptmenü. Ich habe gedacht, ich kann da irgendwie jetzt was auswählen, ob man halt so Turniermodus mit Freunden oder sowas starten kann. Aber vielleicht geht das halt auch hier. Sucht Gegner. Wie lade ich denn Freunde ein? Jetzt ist noch ein Tisch da. Das ist dann wahrscheinlich der Unterschied, aber boah, ey. Ich guck mal, wie lange es jetzt dauert, hier einen zu finden. Aber bei 8 Leuten dann, oder wenn man mich abzieht, 7 Leuten, das könnte ja was dauern. Ich bin auf jeden Fall schon ein bisschen nervös. Hier sind einige Leute mehr. Das ist auf jeden Fall schon echt geil gemacht. Man fühlt sich echt so, als wäre man hier mitten in so einem Ping-Pong-Stadion. Der Moderator fehlt noch. Und der Mitspieler. Ne, ist mir jetzt auch ein bisschen zu blöd. Ich finde es schade. Nicht wirklich die Möglichkeit habe, jetzt Leute einzuladen. Hier stehen auf jeden Fall nochmal die Regeln. Wer es wissen möchte, ich brauche die Regeln nicht, habt ihr ja gesehen, ich bin Profi hier. Aber ich probiere es immer in dieser Stage. Einen einfachen Gegner. Komm, Einsatz! Einsatz möchte ich holen. In der Garage? Habe ich eben in der letzten Stage gezockt, oder wie? Ja, komm her! Starker Aufschlag schon mal direkt. Oh, knapp. Aha, angenommen. Warum kriegst du den Punkt? Pass auf, das geht jetzt hier so weiter. Die sind ja scheiße, die Bälle. Aha. Oh, du bist. Jawohl! Wow, nein! Ich bin einfach nur kacke im Ping-Pong. Haha, du
aber auch. Fünf, sechs, ich hole auf. Aha! Ah. Keine Ruhe lassen, ich darf dir keine Ruhe lassen. Nein, nicht richtig bekommen. Okay, 6-8. 6-8 hier, junger Mann. Scheiße. Mist. Nein. Nein! Hättest du nicht da drüber hüpfen können? Wow! Wow! Der war noch an der Kante, oder? Ja, ich glaube, den habe ich bekommen. Das heißt doch gar nichts. Das heißt doch gar nichts. Freu dich nicht so hier mit deinem Alien-Gesicht. Die Sonne hat mich da geblendet, deshalb konnte ich auch nichts sehen. Jetzt ist alles viel besser. Guck, jetzt bist du geblendet. 2-0. Guter Start. Rückhand. Punkt für mich. Nein. Punkt für mich. Wow, Punkt für mich. Nein. 6-3. 7-3. Schwächelst, ne? Du schwächelst ein bisschen. Ah, schade. Bist du ein Computer, aber ich hasse dich. Acht, acht. Ist alles drin. 9, 10. Tja, Killeraufschläge sind das hier. Killeraufschläge. Viel zu feste. Boah, Spieler 1 gewinnt. Das war jetzt ein Punkt für den. Das war doch ganz klar ein Netzaufschlag. Ein ziemlich professioneller Netzaufschlag sogar. Zweimal auf dem Netz aufgetitscht. Wow! Oh, das war mal ein guter Ballwechsel hier. Punkt für mich schon. Warum kriegst du den Punkt? Das geht doch auch nicht, oder? Mit dem Griff? Also ein normaler Mensch kann ja gar nicht mit dem Griff schlagen eigentlich. Das geht ja nur, wenn du ein Computer bist hier. Wow! Nein, warum versage ich denn jetzt so? Warum? Unnötig! Ich mach's nur spannend. Ich mach's einfach nur spannend. Du weißt, dass das meine Schwäche ist! Scheiße! Diese Aufschläge, ich muss die Aufschläge üben. Ah, Kacke. So, ich glaube, für den Ersteindruck reicht es aber. Ich muss sagen, auch wenn ich jetzt echt schlecht war, ich habe schon Bock drauf bekommen, es macht Spaß. Es fühlt sich so realistisch an, wie es geht in VR, sag ich mal. Es ist, du kannst halt dieses Trefferfeedback und sowas kann man ja nicht nachmachen, aber ich hatte schon das Gefühl, wenn ich ihn verschlagen habe, dann habe ich schon auch gemerkt, okay, ja, ich habe den halt auch kacke gehalten. Und natürlich geht der Ball dann auch mal weg. Also wenige Sachen, wo ich gedacht habe, okay, ja, das hätte aber auch anders sein können. Ansonsten, ja, man hat viele Stages, Turniermodus, Mehrspieler. Vielleicht habe ich mich jetzt dumm angestellt, aber man muss auf jeden Fall hier irgendwas machen, dass man das noch mit Freunden direkt zocken kann. Frage ist nämlich auch, wie viele Online-Spieler gibt es? Und irgendwie jetzt 20 Mal da das Starten und keinen Mitspieler finden.
ist nicht so motivierend. So, ich hoffe aber, euch hat der Eindruck hier gefallen. Ich ziehe schon die Brille aus, dass ihr ungefähr wisst, was euch erwartet, wenn ihr euch Ping Pong VR kauft. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, drückt gefällt mir und abonniert den Kanal. Haut rein!